Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Freelancer mit der Crossfire 2.0 Mod. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich, na sag ich mal, diese nervige kleine Mission endlich erledigt bekommen. Wir befinden uns im Rheinland-System und zwar habe ich in der letzten Folge noch einmal hier auf Planet Holstein, habe ich dort den Generator gekauft, das war glaube ich Energiegenerator, wenn ich mich recht entsinne. Klasse 5. Du willst selber nachschauen. Ja, hier den Power Generator MK5 für knappe 10 Millionen Credits. Hm, eigentlich kein Problem. Und ja. Und ich wurde auch mal nachgefragt, ob ich auch keine, ja, sage ich mal, Wegpunkte setzen kann. Ja, das ist richtig. Ich kann definitiv keine Wegpunkte irgendwo hinsetzen in ein anderes System. Denn ich kann nur hereinzoomen und weiter hereinzoomen und herauszoomen. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, Wegpunkte zu setzen. Ob das so gewollt ist, ich weiß es nicht. Ich sage mal, es ist eher ein Programmierfehler, würde ich sagen, weil, naja. Also mich stört es eher weniger. Man muss dann halt dementsprechend nur suchen. So, nichtsdestotrotz, denn es gibt auch noch eine weitere Station, wo wir was kaufen können, und zwar wäre das die Bruchsal Base. Ich hoffe nur, ich kann dort landen. Ups. So, dann schauen wir mal. Bruchsal, 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 Bruchsal. Mir nicht angezeigt. Aber das ist dort hinten die eine Basis. Die hier. Upsala. Ja, die Maus ist ein bisschen irgendwie so. Hm. Also das ist die Bruchsal-Basis und dort könnten wir auch was kaufen, hieß es. Mal schauen. Solange ich noch neutral bin, kann ich das auch gerne tun. Hier hinten befindet sich ein Sprungtor, beziehungsweise ein Warpgate. Huch. Na, weil Bruchsal ist, glaube ich, von den Piraten. Ah, von Buntschuh, genau. Der Buntschuh-Basis. So, und dann schauen wir mal, ob ich hier auch was kaufen kann. So, weil hier hieß es, hier kann man den Schild, ja, den Schild-Generator kaufen. Ah, Scanner, Scanner, Scanner. Nee, hier nicht. Doch, hier, Schild-Upgrade, MK10. Genau, Klasse 9. Regeneration Rate 20. Hier habe ich 184. Hauptsache gekauft, ne? Weil 29 Millionen Credits, das ist ja eigentlich Pillepalle. So, dann habe ich ja noch hier Fracht. Achso, ich habe hier die auch noch da. Oh ja, die Escape Pods, die müsste ich auch mal irgendwann wieder loswerden. Bringt mir auch wieder ein bisschen Geld. Hm. Naja, gut. Wir folgen jetzt der Storyline weiter. Nach Utopia, Difficulty Science Utopia is protected by Rwandan military, no problems are expected. Okay, also das heißt, es sollte angeblich sicher sein. Hm. Fly to Utopia. Jetzt ist die Frage, wo liegt Utopia? Ha! Au! Oh. Weil es wird mir der Wegpunkt nicht mehr angezeigt. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Der Wegpunkt wird mir nicht mehr angezeigt. Hm, vielleicht, wenn wir eventuell in Neu-Berlin sind. Dann könnte es vielleicht wieder klappen. Ich weiß es aber noch nicht.
Ansonsten müsste ich wieder einen anderen Spielstand laden, damit das funktioniert. Lockbrief für Trade Line. Ja gut, okay. Ich glaube, wir müssen erstmal nach Neu-Berlin wieder fliegen. So, einmal hier andocken. So. Dann auf geht's nach Neu-Berlin. Mit der Hoffnung, dass es dort auch wieder funktioniert mit dem Wegpunkt. Ich hoffe es nur, weil ansonsten muss ich wirklich den Spielstand neu laden oder beziehungsweise einen anderen Spielstand nehmen. Und dann müssen hier die anderen Sachen ein bisschen weichen. Wobei. Oh na! Ich glaube F10. Ja. Was mache ich denn hier? F1 war's gewesen. Ich habe hier noch den Gottmodus an. Ich hatte ja noch den Gottmodus an. Da war ja noch was gewesen. Das war ja noch bei der letzten Folge noch, wo ich ja ständig von diesen Höllenviechern hier angegriffen worden bin. Wow. Ja. Na. So viel zum Thema Speeddocking. Dem bin ich auch gut entkommen. Gut, wobei, der hätte mir so oder so nichts gemacht. Schubbeli-wubbeli. Aber ich versuche mal, so wenige Feinde wie möglich zu haben. Es gibt auch eine Möglichkeit. Und zwar sämtliche Reputationen auf neutral zu haben. Ja, das heißt, es gibt einen kleinen Trick, wie man hier sämtliche Reputationen wirklich auf weiß hat. Im einen oder anderen haben wir halt auf rot. Das sind halt die Nomads. Das ist klar. Mit denen kann man halt keine Freundschaften schließen. Und andere sind halt grün. Aber ansonsten ist alles auf neutral. Man muss halt dort eine bestimmte Anzahl an Feinden oder Piraten töten. Aber auch mehr nicht. Also wenn man wieder eine mehr hat, ja, dann ist alles hinüber. Es gibt sowas. Das wollte ich auch damals mal angehen, aber bisschen schwierig. Ah, da hinten wird es mir jetzt angezeigt. Hui. Okay. Noch einmal gerettet. Ich bin auch einmal überlegen, ob ich soll die Trade ein bisschen schneller machen. Also von der Geschwindigkeit her, es gibt ja eine Möglichkeit über den Mod Manager das einzustellen. Aber ich weiß dann jetzt auch nicht, ob es dann Probleme mit dem Spiel führt. Keine Ahnung. Also beziehungsweise mit der Mod. So. Bin mal gespannt, Utopia, ob es auch wirklich so utopisch ist. Na, da war ja der Sigma 13 Sprung noch, stimmt. Dass wir mal die Crossfire-Kampagne auch mal abschließen können. Und dann, wenn die Crossfire-Kampagne abgeschlossen ist, mal ein bisschen rumdüsen, mal ein paar Schiffe kaufen.
Sind das mal Großkampfschiffe, Zerstörer, Schlachtschiffe? Ja, mal schauen. Ich will nicht so viel versprechen. So. Und. Was? Wieso wollt ihr jetzt nicht andocken? Ich hoffe mal, dass auch hier der Energie-Power-Upgrade 50% mehr Power, ob der was bringt. Ja gut, ich will ja mit ein paar Nomadenwaffen will ich schon rumballern, ansonsten halt bei den Klasse 10 Waffen. So, Stuttgart Jump Gate. Ja, Energie lädt sich auch schnell voll. Wir können ein bisschen länger schießen. Beziehungsweise ich habe ja noch die. Ach, falsch, das wieder gedrückt. Ich habe ja noch eine Diamondback-Waffe, habe ich ja noch. Hier. Oh, Protector. Ah ja, gut, das ist ja, wo ich die Union hier zerstört habe. Aber wir haben noch eine Diamondback-Waffe. Aber eine Nomadenwaffe sollte es noch sein. Genau, einmal andocken. Dort hinten geht auch wieder die Post ab. Was haben wir dort hinten für Schiffe? LWBs. Spar. Habe ich was gelesen mit Spar? Komisch, komisch. Egal. LWBs. Planet Stuttgart. So. Mal gespannt, wie weit das Ganze hier geht. Ja gut, okay, im System Stuttgart waren wir nicht gewesen. Genau. Wie weit wir fliegen müssen nach Utopia. Einmal hier andocken, das geht nach Baden-Baden. Geht es hier unten weiter bestimmt. Ja, wahrscheinlich nach Omikron Theta. Ne, stopp, Theta haben wir. Theta ist irgendwo hier unten. Gamma, genau. Theta ist hier. Utopia, Utopia. Mal schauen. Momentan ist es eher nur stumpfes Rumfliegen. Aber naja. Omega 11 Jump Gate. Andocken. Und tschüss. 73 Klicks entfernt. Also Omega 11. Omega 11 waren wir auch schon gewesen. Das ist ja hier. Genau. Oh, na, unbekanntes Objekt. Okay. Bin ich mal gespannt, was mich jetzt da hinten erwartet. Ich dachte, ich müsste nach Omega fliegen.
Dann schauen wir mal. Hier fliegt wieder ein Asteroid durch die Gegend herum. Ich weiß, kann man die zerstören? Bin mir nicht so sicher. Ah ja. Ja, den Asteroid sieht man, aber das Wurm noch nicht. Omega 11 Jump Pole, okay. Welcher könnte durch das Tor fliegen, aber vielleicht bringt er mich irgendwo in die Nähe von der Geschichte hin. Mal schauen. Omega 31, 41. Okay. Ich darf nicht so dicht an die Sonne rankommen. Ansonsten werde ich gegrillt. Beziehungsweise radioaktiv verstrahlt. Da hinten ist eine Basis. Na, ich hab da hinten seine Basis. Hier sind noch jede Menge Sprunglöcher, sehe ich gerade. Ich schau mal, was das für Sprunglöcher sind. Omega 7, okay. Omega 5. Und eine Omega. Ah, Freital. Okay. Haben wir die Sachen auch mal erkundet? Ups. Ja, wurde ich schon ein bisschen ein bisschen getroffen, beziehungsweise ja, ein bisschen Rumpf verloren, aber halb so schlimm. Das passt schon. So, Omega 41. Ah, mal wieder ein kleines Speed-Docking-Manöver. Yep. Bin mal gespannt, was ich mir jetzt auf der anderen Seite erwartet. Die Musik ist nicht gut. Böse Schiffe. Böse Schiffe. Was war das für böse Schiffe? Ach, das ist das Minenfeld, genau. Und da ist ja dieser eine Neutronenstern, der hier. Eigentlich auch ganz cool. Ja, hier ist das Minenfeld. Ja. Ich weiß schon, dass die Minen sind. Ah, die Minenfälle in Alaska sind schon ein bisschen übler. Die gehen eigentlich noch. Die machen jetzt ja nicht gerade so viel Schaden. Aber ich glaube, die Minenfelder in Dings, die sind One-Hit in Alaska. Muss aufpassen, die Korsaren, die haben Reiseflugunterbrecher. Titan haben die ein Enfilade. Waren wir schon mal in Omega 41? Ja, waren wir mal.
Wir haben ja hier das System hier erkundet, ne? Battleship Bismarck. Gut, dann, ja, wo sind wir hier? Das ist Omega 41. Ne, das ist Utopia. Wir sind in Utopia, okay? Wir sind schon in Utopia. Okay. Ich hab da gar nicht gerade mitbekommen. Hm. Was ist das hier? Oh, was ist das hier? Ach, komm. Warte mal. Das sehen wir doch gleich hier auf der rechten Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Sonnen... Na, na, na. Die würden sich ja gegenseitig auffressen. Aber er hat hier 1, 2, 3, 4, 5... 9... 14 Sonnen. Das kann doch nicht sein. Dass der 14 Sonnen hat, das System. Vielleicht doch Utopia-mäßig. Wer weiß. So, da ist Bismarck. Wir werfen einen Blick nach rechts. Ja, Tatsache. Oh, cool. Xenons. Na gut, wir werden hier die kleinen Schiffe hier nochmal zerstören. Und dann werden wir diese Folge auch für heute mal beenden. Hui. Oh, hier kommen ja alle möglichen Arten von Feinden entgegen. Ja, das schmeißt ja Raketen, Minen auf mich. So was aber. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit der Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.